Hallo Klasse 5B, ich befinde mich hier gerade in einem sehr gut gehaltenen antiken Theater, um es genauer zu sagen, im großen Theater von Epidaurus. Man kann ganz unten eine Münze fallen lassen, hört sie bis ganz oben. Das große Theater von Epidaurus befindet sich nur wenige Kilometer von östlich von Nafplio. Ihr werdet euch jetzt fragen, was Nafplio ist. Nafplio ist eine sehr, sehr alte Stadt im Nordosten der Peloponnes, die im Unabhängigkeitskrieg vor 200 Jahren die zweite griechische Hauptstadt wurde. Und die Peloponnes ist eine griechische Halbinsel, die sehr im Süden von Griechenland liegt. Nafplio hat 3 Festungen, eine Hafenpromenade und vieles mehr. Mehr darüber werdet ihr in meinem Vortrag über Nafplio erfahren, der von der Geschichte bis zur Lage und Bedeutung handelt.